Hallo Pokémon-Freunde, heute kommen wir zur Auflösung meines Giveaways. Ich hatte dazu aufgerufen unter einem Video, das war dieses hier. Ich wollte mindestens 10 Teilnehmer haben. Wir haben immerhin 10 Likes bekommen, aber 10 Teilnehmer sind es nicht geworden. Aber ich will jetzt die, die sich vielleicht schon gefreut haben, nicht bestrafen und sagen, nee, kriegt er nicht. Also, es sind ja zum Drachenhort Adlerauge 300 und Winlord Starer. Die vier haben sich sozusagen eingetragen, haben gesagt, ja, wir haben hier Interesse an dieser Karte. Es gibt die Rächere Murak, wo ist die jetzt? Irgendwo hier unter diesen 1000 Karten. Diese hier. Unscharf, Spiegelung, egal. Die gibt es jetzt verlost. Wir haben 4 Teilnehmer. Ich würfel einfach hiermit. Also von oben runter gezählt. Ja, Cynthia ist 1, 2, 3, 4 und so weiter. Von oben runter gezählt. Was haben wir? Eine 6 ist ungültig. Warum passiert mir das nie beim, wie heißt denn das hier? Mensch, ärgere dich nicht. Ne? Krieg nie. Also Nummer 3 blendet nochmal ein. Das ist dann also nicht Cynthia, nicht zum Drachenhort, sondern Adlerauge 300. Der hat jetzt gewonnen. Ausgerechnet der Alola Dictry als Lieblings-Pokémon genannt hat. Ich habe aber geschrieben, ich habe eigentlich Welten im Wandel gemeint, aber Kräfte im Einklang ist auch okay, weil ja diese Karte aus Kräfte im Einklang ist und vielleicht hatte ich das nicht ganz genau benannt, wie auch immer. Er ist der Gewinner, mal gucken, ob er sich meldet, weil von ihm weiß ich jetzt nicht, ob er mit auf dem Discord ist. Apropos Discord, Pokemetropole, bin ich drüber gestolpert, ist ein super Discord für Pokémon-Freunde, da so auch ein Zusammenschluss von kleinen YouTubern, so wie ich, und Gleichgesinnte, sage ich mal, zum Tauschen, zum Handeln, zum Verkaufen auch. Machen wir erstmal nur so, er wird ja dann schon antworten und ich schreibe ihm dann noch, dass er mir halt irgendwie seine Daten zukommen lassen muss. Was machen wir heute? Ich weiß nicht, wäre jetzt ein bisschen wenig, ne? Also ich dachte, ich packe noch was aus. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. Ich habe Pale Moon GX, Trevenant und Dusk Noir, also Trombok und Zwirfins, oder Pikachu GX und Eevee GX Kollektion. Beide sind Englisch, ich kriege die aber auch noch auf Deutsch und hoffe dann, dass ich Abnehmer dafür finde. Ich habe, wie gesagt, nur einen kleinen Shop. Ne? Ich mache das so nebenbei. So, und vielleicht der eine oder andere, Pokemetropole, Freunde, mache ich Preis, mache ich guten Preis. Verglichen jetzt mit den großen Anbietern, ja, die 100 so eine Boxen kaufen und dann einen super Preis beim Einkauf schon bekommen, es ist für mich recht schwierig, hier ist ein Code, da jetzt irgendwie drunter zu gehen, aber zumindest den gleichen Preis können wir irgendwie machen. Ist doch nicht dein Ernst. Hier war tatsächlich die Kamera gerade abgestürzt. Also ich habe das gewählt, weil Steam Siege mit dabei ist. Zwei Unified Minds, warum nicht? Und Lost Thunder vielleicht in der Reihenfolge, würde ich die aufmachen. Und ich guck mal, in der Eevee-Box, da ist halt schwer. Ah doch, da ist Cosmic Eclipse drin. Wahrscheinlich sogar 4, ne? Also 2 kann ich erkennen, aber die anderen, schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ist 4-mal Cosmic Eclipse drin. Steht das hinten drauf? Hier steht nur 4 Booster Packs. Also weiß es nicht. Aber vermutlich schon. Machen wir die auf. So ein bisschen. Nostalgie-Feeling. Und es könnte ja was dabei sein, man weiß es nicht. Na, Special Charge haben wir hier. Klang. Chlorfossil. Okay, weiß ich nicht. Oshawott. Sneasel. Seedot. Trifloon, Apom, noch ein Sneasel in Reverse und ein Xerneas als Rare und nicht gut gecentert. Ne? Boah, der Abstand hier drüben deutlich größer als hier auf der Seite. Neulich hatte ich einen Interessenten für Glurak Rutea, der gesagt hat, ja, zeig's mir mal ein Foto, ich hätte gerne eins, was perfekt gecentert ist. Und ich so, ja, okay, klar, aber kann schon sagen, ist nicht perfekt. Das war ein halber Millimeter oben und dann sagt er, oh, nee, ist nicht so mein Energy. War hier überhaupt nicht drin.
Naja, ich beschwere mich nicht, weil wir brauchen schon Energiekarten. Ich hab bei Card Market Energiekarten bestellt. Ich habe mich verklickt. Ach, Lurantes. Ich dachte, es wäre Elektro-Power. Also, Sableye. Toypool. Snorunt. Drillbur, Rotomuft. Dwebbel. Pidav, Dratini. Rowlet. And Alolan Exeggutor heißt er eigentlich, war von Execute, aber Exeggutor. Nice, und zwar das Alternative Artwork 214. Cool. Keine Hülle zur Hand. Oh Gott, doch hier. Ja, aber krass. Und wie ist es vom Centering her? Ziemlich gut. Also, das ist nicht ein halber Millimeter. Das, also, wenn, dann ist es weniger vertikal. Cool. Nächster. Oh, geht nicht auf. Macht nur Spaß. Ist immer falsch rum. Tut mir leid. Machen wir. Vier einfach nach vorne. Die Energie packe ich jetzt dahin. Tech-Switch, nice. Verdammt, da ist schon wieder die Kamera. Wieso pausiert die denn immer? Was ist denn da los? Haxorus. Max Hax oder so auf Deutsch. Schöne Karte, Holorare. Ich muss mal ganz kurz gucken, was mit meiner Kamera los ist. Alles in Ordnung. Hab gedacht, dass da vielleicht kein Strom oder sowas dran ist, dass die in Ruhezustand geht. Aber dann würde ja gar kein Bild mehr kommen. Sehr merkwürdig. Also noch einmal Lost Thunder, da ist der Code andersrum und damit funktioniert er doch, dass ich den einfach nur umdrehen kann und der ist gleich richtig rum, wo ich nicht mal geil. Shuckle haben wir hier, Loader Duck Trio, das Lieblings-Pokémon, das packe ich mal zur Seite von dem, der hier gewonnen hat. Professor Elm, Trico, Piggy Pack, Scyther, Stunfisk, Chikorita, Grovyle. Hatten wir den nicht? Nee, hatten wir nicht. Okay. Also Reptane und Meluetta. Okay, Meluetta. Weiß ich nicht. Reptane, freue ich mich. Ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Pokémon. Sehr schönes Artwork auch. Und Reverse Holo sieht in Pflanzen-Pokémon immer sehr, sehr schön aus. Na gut, mehr war jetzt nicht drin. Ich finde es aber okay. Und sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.